in diesem Jahr hat mich ein Satz begleitet, den ich im Visionsgottesdienst Anfang des Jahres aufgeschnappt habe. Und zwar habe ich dort gehört, dass niemand sich verändern muss, um Gott zu begegnen, aber alle sich verändern, wenn sie Gott begegnen. Und dieser Satz, der hat mich durch das ganze Jahr immer wieder begleitet. Und ich habe jetzt gerade in dieser Woche den Jahresrückblick-Video geschnitten und da ist mir das immer wieder in Sinn gekommen. Und ich bin ja gestaunt, da hat es Leute, die etwas erlebt mit Gott, die ich persönlich lernen kennen. Und die habe ich eben in diesem Jahresrückblick wieder gesehen. Ich denke da an einen Mann aus Afrika, der ist in Alpha-Kurs und etwas hat erlebt mit dem Gott. Oder ich denke da an einen Mann, den ich eingeladen habe in Gottesdienst. Oder an eine Frau, die ich mal getroffen habe in der Taufe. Die Leute, die haben etwas erlebt mit dem Gott. Sie sind hierher gekommen, ohne dass sie sich verändern müssen und haben eine Begegnung gehabt. Und das hat mich begeistert in diesem Jahr. Und wenn ich jetzt zurückschaue, macht es mich dankbar für all das, was die Menschen erlebt haben. Und das Jahresende ist ja nicht nur der Moment, wo wir zurückschauen, sondern auch vorwärts. Und was mich wirklich begeistert, ist, dass ich in einer Sehnsucht bin und erwarte, dass Gott auch im nächsten Jahr die Räume, die wir hier zur Verfügung stellen, braucht, damit Menschen etwas erleben mit Gott. Auch im nächsten Jahr muss sich niemand verändern, um Gott zu erleben. Aber das ist meine Hoffnung, meine Sehnsucht, dass sich ganz viele Menschen irgendwie mit Gott in Begegnung kommen und eine Veränderung spüren an sich, weil sie die Räume nutzen, wo wir sie dazu einladen in dem nächsten Jahr. Und das wünsche ich mir und uns allen zusammen, dass wir im nächsten Jahr erleben dürfen, dass Gott Menschen berührt, verändert, dort, was sie brauchen. In diesem Sinne wünsche ich uns ein schönes neues Jahr und ich freue mich, mit uns allen zusammen das neue Jahr in Angriff zu nehmen.